BVG. Ich würde aber BVG fahren, weil Fahrrad ist das Problem, mir wurde es schon einige Male geklaut. Unbedingt BVG und Fahrrad. Man braucht hier definitiv beides in der Stadt. Kaffee. Kaffee? Kaffee. Kaffee. Beides. Also eigentlich würde ich gerne mehr ins Kino gehen, aber das mache ich nicht genug. Ich wünsche mir, dass Berlin eine Stadt ist, die Platz hat für alle Menschen, egal welche Religion, egal welche Abstammung. Dass diese marode Grundschulen und Oberschulen endlich saniert werden. Ich wünsche mir, dass es endlich Radwege gibt, wo Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen sicher unterwegs sein können. Dass Berlin eine attraktive Weltmetropole wird, die nicht nur wächst, sondern auch funktioniert. Wir haben alles, was ein multikulturelles Berlin braucht. Offenheit, Transparenz und Toleranz. Und einen gemeinsamen Wertekanon, an den sich alle halten. Multikulti braucht natürlich Gesetze. Jemand, der behauptet, Politik macht alles richtig oder eine Partei sei in allen Punkten seiner Auffassung, ist ein Dummkopf. Man muss sich natürlich manchmal fragen, wie sehr da im Sinne des Volkes gehandelt wird. Die machen sicherlich auch Fehler. Jeder, der handelt und agiert, macht Fehler. Dufte ist Berlin, weil es Jugendliche und junge Leute aus aller Welt anzieht. Berlin ist Dufte, weil es eben so Panne ist. Und abends drehst du völlig in den Clubs durch, weil da haben wir eine geile Clublandschaft und da kannst du richtig durchballern, ne?